Ein PR-Experte hat vorgeschlagen, dass Prinz Harry und Meghan Markle durch die Wiederherstellung ihres Images in Großbritannien mehr Chancen haben könnten, Zeit mit König Charles zu verbringen. Prinz Harry und Meghan Markle wurde genau gesagt, wie sie mehr Zeit mit König Charles verbringen können. Der Herzog und die Herzogin von Sussex liegen seit einiger Zeit im Streit mit der königlichen Familie, versuchen aber derzeit Berichten zufolge, ihre anhaltende Kluft zu beheben. Harry und Meghan sollen auch daran interessiert sein, in Großbritannien wieder ein positives Image zu erlangen, und ein PR-Experte hat angedeutet, dass dies dafür sorgen könnte, dass sie mehr Zeit mit der 75-jährigen Monarchin verbringen, bei der eine Diagnose gestellt wurde, letzten Monat an einer Krebserkrankung erkrankt. Über das Paar sagte PR-Expertin Carla Speit gegenüber dem Mirror: Sobald es ihnen gelungen ist, die Menschen an die Humanität und die tiefe Liebe zu erinnern, die den Kern ihrer Beziehung ausmachen, werden sie die Gelegenheit haben, während seiner Beziehung mehr Zeit mit Charles zu verbringen. Kampf gegen den Krebs. Obwohl viele das Gefühl hatten, dass es für Meghan und Harry zu spät sei, ihr Image wiederherzustellen, meinte Frau Speit, dass noch nicht alles verloren ist. Sie sagte der Veröffentlichung: Für das Paar ist nicht alles verloren. Trotz der schwierigen Jahre haben sie immer noch viele Unterstützer da draußen und die Öffentlichkeit wird der ständigen Beschimpfungen, die sie bekommen, langsam müde. Sie brauchen kein Rebranding, sie müssen die Aufmerksamkeit wieder auf das richten, was sie Gutes tun.